Mit der Margaretenvorstadt sind wir bei der fünften und letzten Vorstadt von Mühlhausen angekommen. Sie lag laut Dr. Altenburg gegen Mitternacht, fängt am Pfortenteiche, wo die Petrivorstadt aufhört, an und geht bis fast ans Burgtor. Im Gegensatz zu den anderen vier Mühlhäuser Vorstädten hat diese ihren Namen nicht von einer zentralen Vorstadtkirche. St. Margareten war das städtische Hospital und mit eigener Kapelle auch ihr geistliches Zentrum. Zu St. Margareten berichtet Altenburg recht wenig. Sie hatte 79 Häuser in 6 Straßen, einen Gasthof und eine Mühle. Damals wurden die Mühlen vor der äußeren Stadtmauer nicht mitgezählt. Neben dem Schaffentor, welches aus der Petrivorstadt schon bekannt ist, hatte die Margaretenvorstadt noch das Ammertor im Nordwesten. Weitere Außentore gab es im Norden nicht. Der Innenstadtzugang erfolgte durch das Pfortentor. Beginnen wir auch in diesem Teil mit den Toren der Stadt. Im Nordwesten vor der Unschrittbrücke am Ende der Ammerstraße stand das Ammertor, welches im Zuge des Stadtmauerbaus im 14. Jahrhundert errichtet wurde. Die Außentore und auch die äußere Stadtmauer boten keinen wirklichen Schutz vor Angreifern. Sie sollten den ungewollten Stadtzugang nur erschweren. So kam es, dass 1630 der Torwärter des Ammertores Reis ausgenommen hatte, als der berühmte General Pappenheimer vor der Stadt lag. Dieser konnte mit seinen Truppen ungehindert in die Margaretenvorstadt eindringen. 1802 hatte das Ammertor noch einmal einen großen Tag. Hier wurden am 5. August morgens um 9 Uhr den einrückenden Preußen unter Graf von Wartensleben von den Mitgliedern des Rates die Schlüssel der Stadt übergeben. Die Zeit der freien Reichsstadt war vorbei. Das Ammertor wurde 1817 abgebrochen. Das Pfortentor, auch Altpfortentor genannt, wurde erstmals 1417 erwähnt. 1689 fiel das alte Tor einem Brand zum Opfer. 1712 begann der Bau des neuen Altpfortentores, welches 1714 fertig war und der Stadt 140 Taler gekostet hatte. Das alte Tor war in einem schlechten Zustand und nur für Fußgänger geeignet. Deshalb wurde es auch Eselspforte genannt. Um 1714 wurde auch das Vortor ersetzt. Nachdem es bisher in Richtung Nordwesten zur Schaffentorstraße wies, lag der neue Zugang in Richtung Ammerstraße. 1842 wurde das Vortor abgetragen. Angelegt war die Anlage als Zwingerburg mit einem zusätzlichen Turm auf der Ostseite des Vortors. Am 9. Februar 1891 begann der Abbruch des inneren Altpfortentores am nördlichen Ende der Pfortenstraße. Die Abbrucharbeiten waren am 3. März 1891 beendet. Zwischen Pfortentor und Burgtor standen einst zwei halbrunde Flankentürme mit Schlüsselscharten. Sie bildeten den Abschluss der Bollstädter Gasse sowie der Heuergasse und wurden am Ende des 19. Jahrhunderts abgebrochen. Beide Gassen waren bis zum Abbruch der Türme Sackgassen. Das ursprüngliche Burgtor war bis 1612 nur eine Pforte für Fußgänger und entstand beim Bau der inneren Stadtmauer im 12. und 13. Jahrhundert. Das Burgtor und das Vortor wurden im Jahre 1612 errichtet. Das Vortor wurde 1801 und das Burgtor selbst 1825 abgebrochen. Da sich das Burgtor auf dem Gebiet von St. Georgi befand, sollen diese kurzen Informationen ausreichen. Der Burgteich aber, auf den ich später noch genauer eingehe, lag auf dem Gebiet von St. Margareten. Eigentlich wäre nun die Vorstadtkirche an der Reihe. Wie schon erwähnt, gibt es in dieser Vorstadt aber kein eigentliches Gotteshaus. Das war laut Geschichtsschreibung nicht immer so. Am Plänchen, früher eine wichtige Gabelung zweier Straßen nach Westen und Norden, soll sich einst ein Feudalhof der Herren von Langula befunden haben. Zu diesem soll auch eine Kirche namens St. Andreas gehört haben. Auch berichtet Dr. Altenburg in seiner Chronik von einer kleinen Kirche am Hospitalgebäude von St. Margareten. Ursprünglich aus Holz erbaut, wurde sie im 17. Jahrhundert aus Stein neu errichtet und 1780 mit einer Orgel ausgestattet. Kommen wir also auf die Geschichte des Margaretenstifts, wie das Haus ursprünglich hieß, zu sprechen.
Erbaut am Anfang des 14. Jahrhunderts, schlossen die Vorsteher des Hospitals 1365 einen Vertrag mit dem Deutschen Orden über die Einsetzung eines Priesters. 1368 wurde eine Hausordnung beschlossen. Bis 1611 existierte das Margaretenstift, welches 3 Stockwerke und einen Turm hatte, in seiner damaligen Form. In schlechtem baulichen Zustand wurde es ab 1702 grundlegend erneuert. Diese Arbeiten fanden 1717 ihren Abschluss. 1758 durch französische und 1814 durch westfälische Truppen als Lazarett und Magazin genutzt, wurde der Stift im Jahre 1823 mit 20 Krankenhausbetten zum städtischen Hospital. Anfangs noch mit Kapelle, wurde diese 1883 zu weiteren Krankenräumen umgebaut. Am 3. Februar 1895 kam es zu einem Brand, der große Teile des Gebäudes zerstörte. An einen Wiederaufbau als Krankenhaus war nicht zu denken. Bis zur Fertigstellung des neuen städtischen Krankenhauses auf dem Schadeberg wurden die Hospitaliten in einem alten Fabrikgebäude in der Spielbergstraße, der sogenannten Börse, untergebracht. Spätestens seit diesem Zeitpunkt wurde die geistliche Fürsorge durch St. Petri übernommen, die beiden Vorstädte verschmolzen und wurden seither als Vorstadt St. Petri Margareten bezeichnet. 1914-15 entstand an der Stelle des alten Margaretenhospitals ein neuer Schulbau, dessen Erscheinungsbild bis heute gleich geblieben ist. Daran änderte auch die unterschiedliche schulische Nutzung als Knabengymnasium ab 1915, Reformrealgymnasium ab 1927, Oberschule ab 1946, erweiterte Oberschule ab 1959 und Telesius-Gymnasium ab 1990-91 nichts. Damit haben wir auch gleich das Thema Schulen in St. Margareten abgearbeitet, denn außer dem heutigen Telesius-Gymnasium gibt es in dieser Vorstadt keine weiteren Schulen. Etwas umfangreicher wird es da bei der Industrie. Auch hier starten wir mit den Mühlen, von denen es in St. Margareten einst 5 gab. Zuvor jedoch gönnen wir uns einen Blick auf die Margaretenvorstadt im Jahre 1937. Beginnen wir den St. Margareten-Mühlenrundgang bei der einzigen Mühle, die innerhalb der äußeren Stadtmauer lag, der Feldmühle. Am Mühlgraben gelegen, der schon im 9. Jahrhundert angelegt worden ist, wurde sie 1379 als Getreide- und Lederwaldmühle erstmals erwähnt. Sie war eine der ältesten Mühlen der Stadt und hatte 3 Mühlgänge. Zu den Getreidemahlgängen kam 1824 ein Lohmühlengang hinzu. 1833 wurde dieser zu einem Graupengang und später zu einem Ölgang umgebaut. ...1870 wurde der Mühlenbetrieb eingestellt und die Mühle zu einer mit Dampfkraft betriebenen Garnspinnerei. Später wurde die Mühle teils als Wohnhaus und durch die Größe bedingt als Lager genutzt. Sie überstand den Bau der Plattenbauten in den 1970er und 1980er Jahren und auch die Wende 1989-90. Im Winter 1997 stand sie einem Einkaufscenter im Weg und wurde abgerissen. Zwischen
zwischen der Straße am Wendewehr und der heutigen Straße an der Unstrut begann an einem Unstrutwehr der längste Mühlgraben von Mühlhausen. Bis zum Rückfluss in die Unstrut betrieb er die Wasserräder von 6 Mühlen. Die erste davon war die Ziegelmühle. Sie stand kurz nach dem Wehr und wurde 1355 erstmals als Getreidemühle erwähnt. Über die Geschichte der Ziegelmühle ist nur wenig bekannt und auch die Ziegelstraße wurde nicht, wie anzunehmen, nach der Mühle benannt. Ihren Namen haben Straße und Mühle von der bis 1429 am Burgteich gelegenen Ziegelhütte. Der letzte amtliche Eintrag über die Ziegelmühle in den Büchern der Stadt erfolgte 1577. Um 1900 gab es etwa an der Stelle, an der einst die Ziegelmühle stand, die Goldsche Badeanstalt. Sie hatte neben den Freibadeflächen am Unstrutwehr auch ein Schwimmbassin sowie Duschen und hieß ab etwa 1905 Badeanstalt Pfannholz. Die Zeichnung von Otto Tomacek zeigt die Badeanstalt um 1895. Da gab es die Mühle schon seit über 300 Jahren nicht mehr. Die alten Mühlengebäude der großen Steinbrückenmühle auf der westlichen Seite des Mühlengrabens sind heute noch erhalten. Auf der östlichen Seite stand fast gegenüber die kleine Steinbrückenmühle. Von ihr gibt es heute keinerlei Spuren mehr. Dabei darf man sich nicht vom Namen täuschen lassen, denn beide Mühlen hatten 4 Gänge, bis zu 3 Wasserräder und waren fast gleich groß. Ihren Namen haben beide Mühlen von der schon in früherer Zeit aus Stein erbauten Amorbrücke. Die große Steinbrückenmühle wurde bereits 1305 erstmals erwähnt. Sie wurde als Getreidemühle erbaut, aber oft umgebaut. So war sie 1558 eine Öl- und Schleifmühle, 1591 eine Walkmühle, 1656 eine Schneidemühle und ab 1795 auch Lohmühle. 1969 zog ein Malerbetrieb in die Mühle. 1970 wurde der Schneidemühlenbetrieb eingestellt und die Mühle geschlossen. Noch heute werden die Gebäude durch einen Maler- und Lackierbetrieb genutzt. 1614 als Getreidemühle wurde die kleine Steinbrückenmühle erstmals erwähnt. Ab 1837 wurden nur noch 2 Gänge als Mahlgänge genutzt. Die beiden anderen waren ein Lohmühlgang und ein Farbholzgang sowie ein Schneideberg. 1845 wurde der Mühlenbetrieb eingestellt und die Mühle als Wollgarnspinnerei genutzt. Diese wurde in den 1950er Jahren geschlossen und das Gebäude abgerissen. Am weitesten von der Stadt entfernt stand die Papiermühle. Sie wurde 1450 erstmals als Eisenhütte mit Hammerwerk erwähnt und hatte einen eigenen Mühlgraben. Dieser zweigte von der Unstrut ab, wurde nach ihr wieder zugeführt und 2002 verfüllt. Später wurde die Mühle eine Polier-, Lederwalk- und Pulvermühle, welche im Jahre 1602 durch eine Explosion zerstört wurde. Als Getreidemühle wieder aufgebaut, wurde sie dann Papiermühle und 1851 eine Spinnerei, die 1970 verstaatlicht wurde. Sie stand am Ende des Papiermühlenweges am Zusammentreffen der Sachsen- und Schwabenstraße in der Sachsensiedlung. Baufällig und einsturzgefährdet wurde sie 2003 abgerissen. Aus den Mühlen entwickelten sich meist Textilbetriebe oder, wie bei der großen Steinbrückenmühle, Säge-, Schleif- und Polierwerke. Sonst war die Margaretenvorstadt, wie alle anderen Mühlhäuservorstädte auch, landwirtschaftlich geprägt. Neben kleinen Handwerksbetrieben waren auch hier 2 wichtige und große Industriebetriebe ansässig. Die Gebrüder Johann Christoph und Georg Andreas Franke gründeten 1864 eine kleine Schlossfabrik. 1868 wurde das Werk hinter der Haarwand 63-64 errichtet. Die Metallwarenfabrik der Gebrüder Franke stellte zunächst Schlossplatten, Zuhaltungen und Riegel sowie Pferdestriegel her. Diese waren europaweit begehrt und brachten den Frankes den Spitznamen Striegel Franke ein. 1896 begann die maschinelle Herstellung von Metallteilen für Fahrradsätteln und deren Federn im großen Stil.
Um 1920 wurde die Produktion auf Zubehör von Fahrradsätteln und Fahrzeugzubehör ausgeweitet. 1923 wandelten die Franke Erben die Firma in eine AG um. Rückstrahler der Marke Gefrag waren gefragte Artikel der Franke AG. Hinzu kamen gummierte Motorradsättel der Marke Trilastic. Ab 1939 wurde ein Auftrag des Heeres zur Batterieherstellung angenommen. Es folgten Wehrmachtsaufträge für Abwurfgeräte, Warmluftheizungen für Fahrzeuge, Gefrag-Krankentragen und der Bau von Patronenrahmen für Flakgeschütze für die Gustloff-Werke. 1945 beschlagnahmten die sowjetischen Besatzer alle Maschinen, die für die Kriegsproduktion benötigt wurden. 1947 ist der Betrieb unter Sequester gestellt und in Landeseigentum überführt worden. 1952 endete die Franke-Zeit mit der Eingliederung des Betriebes ins VEB Möwewerk. Auch zu DDR-Zeiten wurden im neuen Möwewerk 2 überwiegend Fahrrad- und Kfz-Teile hergestellt. 1994 wurde dann das Fabrikgebäude geräumt. Kurze Zeit später erfolgte der Abriss der Fabrikgebäude und der Villa. . 1923 wurde die Kammgarnspinnerei Thuringia im Auftrage der M. Lange Rohprodukten Großhandlung erbaut. Mit dem Bau war auch hier die renommierte Mühlhäuser Baufirma Karl-Louis Müller beauftragt. Produktionsbeginn war 1929. 1933 wurde die Zwirnerei umgebaut und 1934 erfolgte die Vergrößerung des Bürogebäudes am Wendewehr. Von 1944 bis zum Ende des Krieges befand sich auf dem Gelände der Spinnerei ein Außenlager des KZs Buchenwald. Unter dem Decknamen Mühlen AG mussten über 550 Zwangsarbeiter für die Junkers Flugzeug- und Motorenfabrik arbeiten. Der offizielle Name des Lagers war Martha 1. Eine Enteignung der Firma nach 1945 ist sehr wahrscheinlich, aber nicht belegt. Im Februar 1948 wurde ein Umbauantrag für das Bürogebäude gestellt. Im April erfolgte der Bau eines Speisesaales und im Juli die Erweiterung des Kindergartens. 1949 wurde der Umbau des Bürogebäudes genehmigt und durchgeführt. Ein weiterer Anbau für den Kindergarten wurde 1950 aufgrund von Materialmangel abgelehnt. Bis 1967 sind keine weiteren Unterlagen über den Betrieb der Spinnerei im Mühlhäuser Archiv zu finden. In diesem Jahr übernahm der VEB-Einheit die Thuringia Kammgarnspinnerei und ließ sie bis 1971 grundlegend umbauen. Offiziell zum Werk 2 des VEB-Obertrikotagen Mülana wurde die ehemalige Thuringia Kammgarnspinnerei im Jahr 1974. 1993 wurde das Werk 2 in der Nauernstraße geschlossen und die Firma Krumbein und Krumbein Fully Fashion GmbH zog in die Gebäude. Zum Jahreswechsel 1996/97 zog die Firma Krumbein an einen neuen Produktionsstandort im Gewerbegebiet an der Trift. Die Hallen am Wendewehr wurden aufgegeben und standen bis zum August 2004 leer. Von August 2004 bis März 2005 erfolgte der Abriss der ehemaligen Thuringia Kammgarnspinnerei, die seit 1974 der Vorzeigebetrieb des VEB Mülana war. Begeben wir uns nun wieder an den Hirschgraben. Dort endete der Vorstadtrundgang von St. Petri und der von St. Margareten beginnt. Von hier aus kann man die Gartenhäuser auf den alten Stadtmauertürmen gut sehen. Sie sind eine Besonderheit von Mühlhausen. 1773 ist das erste von ihnen, das Hübnersche Lusthaus, entstanden. Zwei weitere folgten am Hirschgraben binnen kurzer Zeit. . 1879 ließ der Mühlhäuser Verschönerungsverein einen Löwenkopfbrunnen in Höhe der Regensgasse an der Stadtmauer anbringen. Zuvor flossen das Regenwasser und die Wasser der Straßenbäche von einem Basen aus über eine Rinne in den Graben. Leider wurde der Löwenkopfbrunnen lange vernachlässigt und erst nach der Wende 1989/90 restauriert.
Wasser fließt heute aber dort keines mehr. . 1862 entstand die sogenannte Wasserkunst am Pfortentor. Diese Wasserkunst kam ohne Pumpwerk aus und wurde durch die Wasser der Straßenbäche aus der Oberstadt mit Holzrohren versorgt. Mit dem Entfernen der Straßenbäche ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auch der Springbrunnen entfernt. In den 1930er Jahren schuf der Mühlhäuser Bildhauer Walter Krause einen steinernen Frosch, der ab den 1950er Jahren ein Planschbecken am ehemaligen Pfortenteich mit Wasser füllte. Seit das Planschbecken nach der Wende entfernt wurde, steht der Frosch einsam auf einer Wiese. Zu ihm gesellten sich 2020/21 nach der Neugestaltung der Anlage einige Spielgeräte. Sie sollen an die Zeit der beiden Teiche als Fischzuchtgewässer in Form von bunten Fischen erinnern. Wie es im August 1989 am Hirschgraben und am Frockenteich aussah und wie sich der Frosch mit Planschbecken damals präsentierte, sehen wir hier in bewegten Bildern. . 1665 wurde die Straße am Pfortenteich erstmals erwähnt. Benannt ist sie nach dem ehemaligen Teich. Wie auch der Petriteich war er zur reichsstädtischen Zeit ein Fischzuchtteich. Zusammen wurden die beiden Teiche, die ihr Wasser von der Breitsilze bezogen, auch oft als Margaretenteiche bezeichnet. 1935 wurden sie mit dem Erdaushub, der beim Bau der Fuchskaserne in der Windeberger Landstraße anfiel, verfüllt. Wie schon angekündigt, beschäftigen wir uns nun mit dem Burgteich.
Er befand sich zwischen der Fortenstraße und dem Burgtor und gehörte, wie Petri und Fortenteich auch, zur mittelalterlichen Wehranlage der Stadt. Ebenfalls als Fischzuchtteich genutzt, hatte er aber noch eine weitere Funktion. Da man in alten Zeiten kurzen Prozess mit Leuten machte, die irgendwie das Gesetz übertreten hatten, gab es in Mühlhausen ein recht unangenehmes Strafmittel, den Badekorb. Er war 1752 noch vorhanden und hatte seinen Standort am Burgteich neben dem mittleren Burgtor. Auf der Zeichnung von Otto Tomacek, die den Burgteich um 1750 darstellt, ist sehr gut zu erkennen. Die Funktionsweise des Badekorbes beschreibt Dr. Altenburg in seiner Chronik sehr anschaulich. Der Burgteich wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts trockengelegt und in einen Park umgewandelt. Die einzigen Parkstrukturen sind heute noch gut zu erkennen. Im Zentrum des Burgparks stand das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71. Es wurde am 18. Oktober 1883 feierlich enthüllt. Geschaffen hatte es der Bildhauer Karl Ludwig Otto Gallo. Das Kriegerdenkmal, Blumenbeete und der Park wurden lange Zeit durch die Stadtgärtnerei, allen voran Adolf Pollex, gepflegt. Zu DDR-Zeiten vom Rat der Stadt Mühlhausen als Denkmal ohne Kunstwert eingestuft, wurde es am 14. Dezember 1967 mit Hilfe einer Zugmaschine eingerissen und die noch nicht zerstörten Teile der Figur zerschlagen. Einem Gerücht nach soll sich der erhaltene Kopf der Figur Mulhousia heute in Privatbesitz befinden. Die Straße an der Burg wurde 1414 erstmals erwähnt und ist nach der ehemaligen 1256 zerstörten Reichsburg benannt. Vom ehemaligen Burgtor aus führte diese Straße nach Westen am Nordufer des ehemaligen Burgteiches entlang bis zur Fortenstraße. Die Grenze zur Georgivorstadt bildete eine kleine Gasse, die westlich des ehemaligen Schauspielhauses begann und bei der Feldmühle endete. Westlich des Plänchens am Zusammentreffen der Feldstraße, der Ammerstraße und des alten Blobachs befand sich das sogenannte Kräuterviertel. Dieser Name resultiert aus den einstigen Kräutergärten am ehemaligen Bachlauf des Johannisthalbaches. Zum Kräuterviertel habe ich wieder einige bewegte Bilder aus dem Jahre 1989 zusammengestellt.
Nein. Eine weitere Straße des Kräuterviertels ist die Theresienstraße. Sie ist seit 1887 nach Nikolaus Jakob Adolf Theresius, einem Sohn von Wilhelm Gottlieb Theresius, dem Arzt und Naturforscher, benannt. Die Kräuterstraße wurde ebenfalls 1887 erstmals erwähnt und hat ihren Namen von den ehemaligen Kräutergärten. Die Stühlerstraße, benannt nach dem in Mühlhausen geborenen Architekten und Baumeister Friedrich August Stühler, trägt ebenfalls ihren Namen seit 1887. Nur die Gierstraße, die zu Ehren des ehemaligen Oberbürgermeisters von Mühlhausen, Karl Theodor Gier, benannt ist, erhielt ihren Namen erst 1894. Die Straße hinter der Haarwand begrenzt das ehemalige Kräuterviertel im Westen. Sie wurde 1869 erstmals erwähnt. Als Haarwand wurde die recht dünne, aus Stein, Flechtwerk und Lehm bestehende äußere Stadtmauer bezeichnet, deren ehemaligen Verlauf die Straße folgt. Die Ammerstraße ist 1376 erstmals erwähnt worden und ist nach dem Dorf Ammern benannt. Als wichtige Verbindungsstraße wurde sie 1617 bereits gepflastert. Beim Ausbau um 1790 wurden die Steine der äußeren Stadtbefestigung entlang der Haarwand genutzt. Im südlichen Teil der Ammerstraße gibt es eine Gasse im Winkel, die 1811 erstmals erwähnt und nach ihrer Lage zur Ammerstraße benannt wurde. Das schon oft erwähnte Plänchen ist kein offizieller Straßenname. Wären noch die Gaststätten des Kräuterviertels zu bearbeiten? Da wäre zunächst der Ammersche Bahnhof. Das Haus ist seit 1794 bekannt und diente als wichtige Ausspanne der Händler vor ihrem Marktbesuch in der Stadt. 1870 übernahm Alwin Schreiber den Gasthof, der ab Mitte des 19. Jahrhunderts im Volksmund Ammerscher Bahnhof genannt wurde. Erst 1957, mit der Übernahme der Gaststätte durch die Familie Nolte, wurde Ammerscher Bahnhof offiziell der Gaststättenname. Ab Mitte der 1980er Jahre ließ Herbert Nolte das Gasthaus Schritt für Schritt modernisieren und bis 1991 zu einem Hotel ausbauen. Ein weiterer Gasthof befand sich gegenüber dem Margaretenhospital.
Er nannte sich der Blasius-Gerlachsche Gasthof und war seit dem frühen 17. Jahrhundert bekannt. Hier stieg General Pappenheimer 1632 ab und empfing die Abordnung des Mühlhäuser Rates. Sehr lange hat dieser Gasthof nicht existiert. Er ging laut Hürsemann früh ein. Ein etwas lustiger Gaststättenname ist die Fidele Ecke in der Gierstraße 8, Ecke Harwand. Diese Gaststätte gab es von 1898 bis zum Ende der 1990er Jahre. Clara Zetkin, eine bekannte Sozialdemokratin der Weimarer Republik, logierte 1911 im Gasthaus Schwan in der Ammerstraße 12. Zuvor hieß das Haus von 1860 bis 1876 zur Krone, bis 1907 Prinz Friedrich Karl und bis zur Schließung 1930 Zentralherberge zur Erholung. 1894 eröffnete in der Theresiusstraße 8 eine Restauration mit dem Namen Grabes Restaurant. Um 1905 benannte man es in Zum Mohren um. Den Namen Thuringierheim trug das Haus von etwa 1930 bis zur Schließung in den frühen 1960er Jahren. Mindestens 5 weitere Gasthäuser gab es in diesem Viertel. Leider sind die Daten und die Namen heute nicht mehr nachzuvollziehen. Kommen wir zum Gebiet östlich des Plänchens. Dieses Vorstadtgebiet hat sich seit der Mitte der 1970er Jahre grundlegend verändert. Die Feldstraße und ihr östlicher Teil ist schon bei der Vorstadt St. Georgi vorgestellt worden. Der Straßenteil von der Feldbühle bis ans Plänchen gehört zu St. Margareten und wurde ursprünglich als obere Feldstraße bezeichnet. Während im östlichen Teil der Feldstraße die Höfe lagen, waren zwischen Feldmühle und Ziegelstraße meist Felder. Im Laufe der Zeit entstanden Wohnhäuser, die Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre für ein Neubaugebiet abgerissen wurden. Das gleiche gilt für die meisten Häuser der heutigen Friedrich-Naumann-Straße und der Margaretenstraße. Die Friedrich-Naumann-Straße hieß von 1914 bis 1934 Hindenburgstraße und von 1934 bis 1946 Mackensenstraße. Gebaut wurde die Straße als direkter Zubringer für die damals neue Kaserne am Wendewehr. Steinerne Zeugen dieser Zeit sind oder waren die beiden steinernen Brücken über Unstrut und Mühlgraben. Die Margaretenstraße ist nach dem Margaretenhospital benannt und wurde 1895 erstmals erwähnt. Sie führt von der ehemaligen Feldmühle zur Ammerstraße. Die Straße an der Unstrut gibt es erst seit dem Jahre 1979. Sie entstand im Zuge der Wohngebietsumgestaltung südlich der Unstrut. Zwei Versäumnisse möchte ich an dieser Stelle nachholen. Natürlich steht die ehemalige POS 12 auf dem Gebiet von St. Margareten und hätte an den Anfang des Films gleich nach der Margareten-Hospitalgeschichte gehört. Sie wurde 1977 eröffnet und erhielt später den Namen Theo Gundermann. Er war unter anderem ab 1952 erster Sekretär des Rates des Bezirkes Erfurt und danach erster Sekretär der SED-Kreisleitung Mühlhausen. Nach der Wende bekam die Schule den Namen Margaretenschule und wurde eine staatliche Grundschule. Mit POS kann die heutige Generation wenig oder nichts anfangen. Deshalb an dieser Stelle der Versuch einer Erklärung. POS heißt ausgesprochen Polytechnische Oberschule. In 10 Schuljahren wurde allen Kindern ein solides Allgemeinwissen in Theorie und Praxis vermittelt, ohne dass die Schule ständig gewechselt werden musste. Abgesehen von den DDR-Rotlichtphrasen im Staatsbürgerkundenunterricht war die Qualität der schulischen Ausbildung sehr hoch und in der ganzen Republik gleich. Diesen Bildungsstandard wird das heutige Schulsystem wohl nie erreichen. 1877 entstand an der Ecke Feldstraße, Friedrich-Naumann-Straße eine kleine Gaststätte, die zur Klause hieß. Ein Kolonialwarengeschäft und eine Hausschlachterei waren an die Gaststätte angegliedert. Mit häufig wechselnden Wirten und Pächtern war das Gasthaus bis zum Abriss Mitte der 1970er Jahre geöffnet. Kommen wir nun zu den Vorstadtgebieten vor der äußeren Stadtmauer. Da wäre im Westen die Rodemannstraße, die es seit 1920 gibt und die nach Sebastian Rodemann benannt wurde.
Er war 1524 Bürgermeister der Stadt und wurde 1525 im Zuge der Reformation und des Deutschen Bauernkrieges vom sogenannten Acht-Mann-Rat gestürzt. Nach der verlorenen Schlacht bei Frankenhausen wurde er wieder in das Amt eingesetzt und behielt es bis 1562. Er erreichte, dass Mühlhausen 1548 seine verlorene Reichsfreiheit zurückerlangte. Die Straße am Flachswasser ist seit 1919 nach dem Flachswasser benannt, welches bis zum Aquädukt im Schmalzholz den Namen Pfafferöder Steingraben trägt. Etwas komplizierter wird es bei der Lutherstraße. Sie hieß von 1928 bis 1933 Friedrich-Ebert-Straße nach dem ersten deutschen Reichspräsidenten und von 1933 bis 1945 Hermann-Göring-Straße. Erst danach erhielt sie den Namen des Reformators Martin Luther. Weitere Straßen westlich der Unstrut entstanden Mitte der 1930er Jahre. Dies sind die Ernst-Abbe-Straße, deren südlicher Teil bereits 1896 als Ölgraben und von 1926 bis 1934 als nach dem Ölgraben sowie von 1934 bis 1946 als Saarbrückenstraße bezeichnet wurde. Die Robert-Koch-Straße hieß von 1934 bis 1946 St. Ingbert-Straße und die Rudolf-Virchow-Straße hieß von 1934 bis 1946 Eupenstraße. Die Ammerbrücke ist schon seit dem 13. Jahrhundert als wichtige Unstrutquerung Richtung Norden bekannt. Die seinerzeit schon aus Stein erbaute Brücke wurde durch Hochwasser mehrfach zerstört. Aus dem Jahre 1582 wurden Inschriften während der Umbauarbeiten 1836 gefunden. Zwischen 1903 und 1905 entstand die Stahlbogenbrücke, die 1965-66 wieder abgerissen wurde. Sie war nach knapp 60 Jahren baufällig und wurde durch die moderne Spannbetonbrücke ersetzt. Parallel, aber in gebührendem Abstand von der Unstrut, verläuft in Ost-West-Richtung das Wendewehr. Eigentlich seit 1895 Wendewehrstraße, sagen die Mühlhäuser einfach nur Wendewehr, was eine alte Flurbezeichnung ist und eine Befestigungsanlage für das Wehr der Unstrut war. Zwischen 1937 und 1945 hieß das Wendewehr Straße der SA. Nördlich des Wendewehrs entstand in den 1920er und 1930er Jahren ein Industriegebiet mit der Industriestraße als Zentrum. Ein weiterer Weg dieses Industriegebietes ist der Gasometerweg, an dem bis 1973-74 ein Gasometer stand. Bis zum Ende der 1990er Jahre waren dort auch die Industriegleise für die Thuringer Kammgarnspinnerei, die Uhrenfabrik Poppitz & Co. und später für LGM, OGS, ACZ sowie für weitere Bau- und Industriebetriebe der Stadt. Nach der Ammerbrücke zweigt in nördlicher Richtung die Ammersche Landstraße ab. Diese Straße führte als befestigter Weg seit 1816 über Ammern zur Lengefelder Warte. Zuvor führte der Weg nach Norden und Nordwesten durch das Schaffentor und über die Feldschaussee in Richtung Eichsfeld. Ab 1914 erfolgte die Bebauung am westlichen Wendewehr und der südlichen Ammerschen Landstraße. Ab 1918 entstanden die ersten Häuser der Siedlung Sachsenland an der Landstraße nach Ammern. Weitere Straßen entstanden, bis der Ausbau der Sachsensiedlung im Jahre 1938 mit den sogenannten Volkswohnungen vor Ammern sein Ende fand. Alle Straßen dieser Siedlung sind nach Völkerstämmen und den deutschen Ländern benannt. Es gibt die Sachsen-, Bayern-, Hessen-, Thüringer- und Schwabenstraße, die Ruhr-, Mecklenburger- und Brandenburger Straße gesellen sich hinzu. Aber auch dort gab es namentliche Veränderungen.
So hieß zum Beispiel die Mecklenburger Straße von 1936 bis 1955 Lothringer Straße, die Brandenburger Straße war von 1936 bis 1955 die Elsässer Straße und die Ruhrstraße war von 1937 bis 1950 die Preußenstraße. Mit der Sachsensiedlung sind wir auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Den Abschluss bildet eine Fahrt von Ammern entlang der alten Ammerschen Landstraße bis zur Kreuzung Wendebergstraße Friedrich-Naumann-Straße im Juli 1969. Gedreht hat dieses Zeitdokument die damalige Mühlhäuser Kamera. Den DDR-Originalkommentar erspare ich ins Album. In der Hoffnung, dass Ihnen auch der letzte Teil zu den Mühlhäuser Vorstädten gefallen hat, möchte ich mich von Ihnen verabschieden und bei allen bedanken, die diese Dokumentationsreihe ermöglicht haben. Ihr Thomas Peter.